Geht so. Wie waren denn so die ersten Reaktionen? Die ersten Reaktionen waren eigentlich gut, also gerade natürlich von den Fans, wenn man jetzt, was auch immer, Homepage im Forum liest oder Facebook-Seite, da kommt eigentlich sehr, sehr viel Positives. Aber trotzdem ist man noch immer nervös. Es ist ja trotzdem, es sind dann ja die Hardcore-Fans, die dann auf der Homepage schreiben und irgendwie dann eben Chart-Entry und oh, steigt es eh vielleicht gut ein oder man ist dann schon sehr nervös, einfach was dann die breite Masse natürlich dazu sagt. Man darf ja hoffen, ne? Und klar, ich glaube, da ist es natürlich auch von Seiten Plattenfirma oder Management, das ist das große Ziel, dadurch, dass wir es bis jetzt zum Glück immer geschafft haben, auf die Eins zu gehen, dass es diesmal auch klappt. Wir leben den Moment, sagt eigentlich vom Titel eh schon sehr, sehr viel aus, einfach den Moment genießen. Also das ist mir gerade bei dem gesamten Album eigentlich sehr wichtig gewesen. Ich finde, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und man genießt den Moment zu wenig. Man blickt ständig in die Zukunft, was ja auch teilweise gut ist, dass man ein bisschen plant und vorausdenkt. Aber halt nicht nur. Das Leben an sich muss man einfach ein bisschen mehr genießen. Und ich nehme mich da halt selber auch oft an der Nase, schaff's nicht immer, aber nehme es mir ganz stark vor. Und im Endeffekt ist das gesamte Album, da dreht sich sehr, sehr viel auch um Zeit und vor allem eben in dem Song Wir leben den Moment. Das ist für mich so fast wie ein guter Vorsatz, dieses Album und dieser Song. Juniherz ist ja wie Juni, ist im Sommer. Und ich finde, im Sommer ist man halt prinzipiell gut gelaunt. Also zumindest geht es mir so. Es ist jetzt Herbst, dann kommt dann irgendwann einmal die bekannte Winterdepression, dann kommt der Frühling, wo es so langsam beginnt. Und im Sommer, finde ich, sind die Menschen meistens einfach gut gelaunt. Und Juniherz ist einfach, beschreibt einfach das schöne Gefühl. Also dieses sommerliche Gefühl, dieses, wenn es einem gut geht, einfach. Eigentlich Juniherz ist so viel wie glücklich sein. Der beste Morgen, muss ich gestehen, ist der Lieblingssong von meiner Mama immer schon gewesen. Wir haben doch einige Songs aufgenommen und dann sitzt man da so vor circa 20 Songs, überlegt, was aufs Album drauf kommen soll. Und dann war zu Beginn war der beste Morgen nicht dabei. Und dann habe ich halt das der Mama gesagt und die Mama, wie könnt ihr das machen? Das ist doch mein Lieblingssong. Und lustigerweise hat dann doch im letzten Moment dann auch die Plattenfirma hier in Deutschland eingelenkt und hat gesagt, der Song muss aufs Album. Meine Mama ist dann zu Hause im Kreis gesprungen, ich glaube 10 Meter hoch, weil der Song jetzt drauf ist. Schöne Seiten am Herbst, ich weiß nicht. Ich denke dann immer an, ja, die Blätter sind zwar schön, aber wenn die dann auf der Straße liegen, dann rutscht mein Auto womöglich davon und dann regnet zu viel. Und ach, Herbst ist irgendwie so, da kriegt die Kälte so in einem hoch durch den Regen. Also irgendwie ist mir der Winter dann vor allem lieber. Also im Herbst ist es eigentlich, das Positive am Herbst ist, dass der Winter bald kommt. In meinem Kühlschrank findet man immer, und jetzt nicht lachen, das ist nichts Typisches, Preiselbeermarmelade. Warum Preiselbeer? bei uns, also ich esse liebend gern Schnitzel oder Cordon Bleu oder sowas. Und ich kann aber lustigerweise Schnitzel und Cordon Bleu nur essen, wenn Preiselbeeren dabei ist. Das ist irgendwie seitdem, sehr fragwürdig. Meine Eltern haben das immer gemacht und ich habe das immer dazu gegessen. Also meine Oma, wenn die Schnitzel gemacht hat am Sonntag, dann hat es da Preiselbeeren dazu gegeben. Und deshalb kann ich auch Schnitzel mit Ketchup zum Beispiel, finde ich widerlich. Der Oliver, mein Freund, isst es aber nur mit Ketchup und ich brauche immer die Preiselbeermarmelade. Und deshalb ist die auch immer zu Hause im Kühlschrank.